Und damit, ja. Im Gazastadion. Wir Fußball noch kurz, dass wir es gemeinsam rocken. Ja. Und damit herzlich willkommen hier zurück zum FM13 Let's Play. Heute gegen die Stuttgarter Kickers. Gleich mal eine gelbe Karte kassieren. Nach einem Foulspiel gegen Sebastian Thyraler. Nach dem letzten grandiosen Sieg gegen den MSV Duisburg bleiben wir weiter oben dran. Wir müssen jetzt allerdings auch nachlegen. Dürfen nicht mehr so schwanken. DFB-Pokal. Es kann eine richtig grandiose Saison werden. DFB-Pokal gewonnen. Dann haben wir, ja, spielen wir im Aufstieg mit jetzt der erste Chance gegen die Stuttgarter Kickers, also eine Riesenchance. Blitzschnell kontern sie da. Thyraler passt auf Ott, der über links kommt und mit der einen Pass, der locker einschiebt. Und nochmal ein Schiff im Vorbein, der wieder führt 1:0 hier gegen, ja, Stuttgarter Kickers. Das müssen wir natürlich auch so halten. Gute Schussmöglichkeit von Sebastian Thyraler, 20 Metern. Kann jedoch zur Ecke abwehren. Okay. Wieder mal. Chance. Ecke von Bukwa. Haben wir die Situation ein bisschen aufgeteilt. Abkehren von Eckbein. Das fällt die Scheiße. Ein übers Tor. Okay. Thyraler macht ein super Ding hier. Durchatmen. Jetzt wieder eine kleine Chance der FC Basel Odak. Rechtzeitig vor Ort. Ja. War ich auch etwas zu weit. Forstor. Wird das ausgesprochen? Atros? Ich weiß es nicht. Abseits von Bukwa. Okay. Macht nichts, macht nichts. Weiterspielen. Solide weiterspielen, Leute. Solide weiterspielen. Nicht nachlassen. Weiter. Schritt oder Druck setzen. Jetzt haben die mal einen Eckball. Von Milchraum, aber kein Problem für unseren Tormann Philipp Klevin. Möckel macht ein super Ding hier. Nutzt seine Chancen, wenn er drin ist. Gefällt mir sehr gut. Gefällt mir sehr gut. So. Halbzeitansprache. Ich gehe auf volles Risiko. Hier und heute gibt es nur noch den Sieg. Möckel wird gelobt von mir. T-Shirts wird gelobt. Vorne mal ein bisschen durchmotivieren. Und massieren. Alle Leute aufwärmen. Und weiter geht's. Erstmal mit der Chance für Stuttgart, aber Braun schießt drüber. Möckel, was ist festgehalten? Ja, ja. Ist drüber, also nicht mehr aufregen. Jetzt. Gelbe Karte jetzt auch für mich raum. Wegen Haltung des Gegenspielers. Ja. Wollt nicht so ganz überlegen wie gegen Duisburg. Wir brauchen das zweite Tor. Jetzt gelbe Karte für Fjell. Damit fehlt er uns im nächsten Spiel. Das ist natürlich bitter. Auch aufgrund dessen wir hier nicht so viele Leute haben. Jetzt wieder Chance Stuttgarter Kickers. Was er mal probiert, dabei fehlt es aber deutlich. Riesenchance jetzt in Stuttgart für uns. 5 gegen 4 über Thyraler. Jetzt geht eine Riesenchance auf Arturus Heber, aber hat nicht. Mit den Fingerspitzen. Aufstellung. Wir gehen mal rein. 22. Spielminute. Bring mal den hungrigen Breustedt. Er ist hungrig. Möckel will ich mal halten, Note. Ich weiß, ich gehe Risiko. Wir führen nur 1:0. Das ist mir durchaus bewusst. Aber wenn ich jetzt, wann dann? Wenn ich jetzt, wann dann? Dafür wird aber auch er hier mal ihn übernehmen. Weiter. Haben wir irgendwas gewechselt? Nein. Weiter geht's. Weiter geht's, sage ich.
Durchatmen. Durchatmen, durchatmen, durchatmen. Bergi kommt jetzt hier für Möckel. Und Preußstedt für den erfahrenen David Trezeguet. Für den Franzosen. Jetzt auch wechselt hier Bayern und Freund nach Stuttgart. Ich gucke absichtlich noch nicht auf die Tabelle. Das ist durchaus Absicht von mir. Das will ich erst sehen, wenn das Spiel vorbei ist. Auch wenn es mir schwerfällt, zugegeben. Chance jetzt für Rot-Weiß. Fjell passt halbwegs aufs Tor. Also Preußstedt, der schon spät kommt, sodass Gärtner klären kann. Schade. Gehen jetzt nochmal rein in der 70. Spielminute und schauen uns hier mal um. Wir schauen uns mal um. So sieht es an sich nicht aus. Ich werde mal Parker bringen. Für Okan Aydin. Und damit noch einen jungen Spieler für die Flügel. Nochmal junge Kraft, bisschen frische Kraft hier. Wechselt auch nochmal aus. Schaut sie uns, ja, wie sieht das jetzt? Will ich gleich mal schauen, was das für ein Spieler ist. Ob man da jetzt. Jawoll! Das heißt, wir werden jetzt verstärkt mal allgemein über die Flügel gehen. Nutzt mal jetzt die Chance, über die Flügel zu gehen. Nochmal Chance. So bei Erfurt. Preußstedt. Ah. Buchwahl setzt. Alter. Die Uhr trägt momentan die Farben des FC Rot-Weiß Erfurt. Aber wir müssen erstmal die Wirbel noch ein zweites Ding machen, weil ein Lucky Punch ist schon drin. Ich will es nicht dreimal auf Holz. Klopft hier 1, 2, 3. Spielerwechsel. Jetzt nochmal. Ich weiß auch, wenn es nerven kann, dass ich hier immer wieder reingehe. Es ist mir gerade relativ egal, aber wir brauchen diese drei Punkte. Wir brauchen sie. Chance für uns nochmal. Ich sehe es in der Kombination des FC Rot-Weiß Erfurt. Fjell leitet Ball auf Duqua, weil er einfach gepostet. Auf halb links und tritt chancenlos weg in das lange Eck. 2:0, das ist die Entscheidung. Das ist die Entscheidung, sage ich jetzt. Duqua macht es. Havers bringt, aber ich Duqua rausnehme oder Aydin. Richtig entschieden. Ja. Och, Leute. Damit dürfte es gelaufen sein. Sehe ich genauso. Das sehe ich genauso. Das Spiel ist pünktlich vorbei. Und wir überholen Hansa Rostock. Och, ist das geil. Och, ja, ich bin aufgeregt. Oh, hier, ich zittere regelrecht. Geben wir die Ergebnisse. Geben wir, halt, falsches. Ergebnisse. Stuttgart der Zweite gegen Osnabrück 1:2. Dresden verliert, Dortmund verliert gegen Dresden 0:3. Stuttgart und Haching gegen Preußen Münster 2:3. Stuttgart Kickers gegen Erfurt 0:2. Duisburg gegen Kiel 3:1. Köln gegen Wiesbaden 2:0. Bielefeld gegen Regensburg 0:1. Chemnitz gegen Sonnenburg Asbach 0:0. Halle gegen Mainz 2:0. Und Rostock verliert zu Hause gegen Cottbus mit 0:1. Durchatmen. Durchatmen. Wir sind jetzt damit direkt aufgestiegen, weil, wie gesagt, Dortmund Zweite darf nicht aufsteigen. Wir haben 3 Punkte Vorsprung vor WL Wiesbaden. Wir haben noch ein Spiel vor uns. Tordifferenz, das heißt, entweder wir steigen direkt auf oder ja, wir gehen die Relegation. Das kommt auf den letzten Spieltag drauf an. Und da treffen wir auf die Spielvereinigung der Haching, die so gut abgestiegen ist. Und ihr werdet lachen, es war auch wirklich das letzte Spiel in der letzten Saison. Real Life jetzt, da haben wir 1:0 gewonnen. Ich hätte nichts dagegen. Alonso wechselt von Bayern zu Arsenal. Ist mir egal.
Leute, wir können es schaffen. Wir können es schaffen. Egal wie, es wird eine Spielerfeier geben. Frage ist nun, das wird sich nach dem Spiel entscheiden. Jujutsu das Gespräch, vertragen sich wieder. Oh, super. Herrlich, endlich, nach einer Saison haben sie es gebacken gekriegt. Ich will erstmal noch gar nichts machen, ich will wirklich erstmal weitergehen. Weil ich wissen will, ob einer gesund wird oder nicht. Für unseren Angeschlagenen. Erst dann entscheide ich, ob ich Bergi wieder hochhole. Leute, man kann jetzt wieder singen. Finale! Oh! Kein Verein an Frankfurt interessiert, das ist natürlich ärgerlich. Wir gehen nochmal Vertrag. Machen wir das mal händisch. Dritte Liga. Wie sieht's aus mit Köln? Spieler anbieten. Außerhalb des Rezervbudgets. Rostock. Nicht interessiert. Chemnitz, nicht interessiert, Regensburg, nicht interessiert, Dynamo, nicht interessiert, Unterhaching, nicht interessiert, Halle, ich glaube, wir müssen ein bisschen runtergehen mit dem Budget. Okay, wir müssen ein wenig runtergehen mit, ja, mit der Forderung. Transferstatus ändern. Was war während 15.000? Wir gehen mal auf den Marktwert runter. Gucken, ob wir jetzt jemanden finden. Spiele anbieten. Dritte Liga. Kommen wir jetzt. Immer noch außer, was haben die für ein Transferbudget, sag ich mal. Machen wir mal, hier, komm. Versuchen wir es mal jetzt. So, das heißt, wir haben keine weitere Option in unserer ersten Mannschaft, oder? Keiner fit geworden, wirklich? Nee. Nicht wirklich. Schade. Machen wir da. Gehen in die zweite Mannschaft und holen Berge wieder hoch. Du setzt ja eh so wie du willst. Also. Aktion in die erste Mannschaft. Und zwar fürs. Wir machen ihn dauerhaft. Wir werden ihn jetzt dauerhaft in der ersten Mannschaft lassen. So. Da wird uns leider eins von der nächsten Saison verlassen. Auch kein Problem. Können wir ja schon mal veranlassen. Aktion. Alte Vertrag. Transferstatus ändern. Das war auch beidseitig, aber da haben wir auch noch eine Pipeline, junge Leute. Und so können wir ihnen vielleicht ein bisschen Geld rausschütten. Ein bisschen. Ja, ich glaube, wir fordern noch ein bisschen viel für ihn. Er wird sich zeigen. Erste Mannschaft, was ist jetzt los? Ach so, Fiel darf er nicht eingesetzt werden. Stimmt ja. Stimmt ja, stimmt ja, stimmt ja. Dann kommt Baumgartner. Dann spielen wir halt mit zwei ZMs, mir doch egal. Aber ihr zwei werdet tauschen. Das ist wichtig. Und dann brauchen wir auch noch einen Mittelfeldspieler, der da oben ein bisschen mit rumsitzen kann, ein bisschen nutzen kann. Da werde ich jetzt wirklich Halimi-Aktion in die erste Mannschaft fürs nächste Spiel.
Der Halimi kommt hier zu seinem ersten Einsatz für Fiel. So, gehen wir nochmal in die Taktik. Laufwege. Tyrala. Ja. Wird den defensiveren Part haben hier. Gehen nochmal alt in den Vergleich, wollte ich. In den Vergleich. Und dann Schichos für ihn hier. Odak. Setz mal auf Bichler ein. An. Möckel kümmert sich um Inje. Und ja, da würde ich fast sagen, Baumkarten. Halt, ne, warte. Wir machen ihn hier nicht und wechseln dann doch, weil wenn wirklich nur ein Haas da wartet, dann kümmert er auch wirklich die zwei tauschen. Gucken wir nochmal hin, ob das so passt, wie ich mir vorgestellt habe. Ach, verdammt. Hat Namen gespeichert, nicht die Position, die ich da. Na gut. Dann so. Gucken wir uns die Dings an. Wieder halbwegs ausgeglichen. Der Bruder von Hummels, Erb, spielt jetzt bei Erfurt übrigens. Hat das 1:0 gegen Magdeburg gemacht. Aber das ist eine andere Sache. Wir speichern ab. Ja, diesmal, jawohl, wir können ja nochmal, in die Gespräche gehen. Oh, jetzt habe ich gedacht, dass ich aufhängen will. Ich hätte nachschlagen. Ich hätte ein bisschen Halimi. Gut trainiert. Breustedt. Gut trainiert. YouTube können wir nichts sagen. Ja, hast dich gut verbessert, Parker. Freut er sich. Bukwa, kann man hier was sagen? Was hat denn er für Ziele? Möchte sich verbessern? Na, kann man sagen. Da geht auch mehr. Laurito. Haben wir jetzt nicht drin? Schwierig zu sagen. Tyrala kann man auch nichts sagen. Kleine Heinzmanns will ich nichts sagen. Ja, Wiege, komm, aua. Marx kann man nichts sagen. Möckel kann man nichts sagen. Ott kann man nichts sagen. Michel kann man was sagen. Und so hast du gut trainiert. Kamlott, ja. Da muss man jetzt wirklich warten, bis er zurückkommt. Super letztes Spiel. An. Ja, Strotz für Selbstbewusstsein, das würde ich natürlich auch gerne. Juri Jutt kann man nichts sagen, Möwald kann man nichts sagen, Aitin hier. Mannschaftsführung ist klasse. Freut dann auch ein wenig. Merkel, Aitin, Baumgarten. Gut. Ist in Ordnung. Juri Jutt und YouTube haben andere Einstellungen. Ja, Gott. So, wir gehen nochmal ganz kurz ein bisschen segeln. Gucken wir mal kurz in die Jugend. Jawohl, irgendwie sowas ahnte ich schon. Nach Hause schicken. Dass jetzt nicht mehr so viele kommen, ist ganz klar. Wir am Ende der Saison nach Hause schicken. Wie könnte man die Ergebnisse schauen gleich? Sobald wir die B-Mannschaft ausgemistet haben. Tipp. Nach Hause schicken. Ja. Und nach Hause schicken. Ja. Die B-Jugend nochmal. Das wird ein bisschen mehr Arbeit werden. Ich wusste es. Ach, Mensch. Na gut. So. Dann eure Tipps mal schon mal in die Kommentare. Wie geht das Spiel aus gegen die Spielvereinigung Unterhaching? Es ist doch die eine Aufnahmesession. Das wird auch das letzte Spiel sein. Also das letzte Ding dann sein. Unterhaching. Für diese Aufnahmesession mal dann. Geht es an die große Planung. Aber da will ich ja eure Unterstützung haben. Deshalb jetzt, die Folge ist ganz so wichtig, dass ihr hier dann wirklich die Empfehlung reinschreibt. Ihr seht, ihr könnt schon mal größtenteils für die zweite Liga ausgehen. Weil egal wie das jetzt ausgehen wird, notfalls in die Relegation geht es auf jeden Fall.
Und deswegen schreibt zwar jetzt wirklich in die Kommentare, Zweitliga-Verein, kennt unser Budget halbwegs. Ich werde versuchen, Ott reinzunehmen. Für die Außen. Oder soll man da Eigengewächs nehmen? Schwierig. Ich will eigentlich Eigengewächs eher für die zweite Reihe behalten. Hat den konnte das auch nächstes Jahr international spielen werden, aufgrund des DFB-Pokalsiegs. Und dass ich da die Jugend größer jetzt reinschmeißen werde. So. So. Jetzt. Ja, deswegen so bis meine Vorstellung. Karriere. Huch. Wir speichern nochmal. Und damit bedanke ich mich dann bei euch fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Spiel gegen die Spielvereinigung aus Unterhaching. Ich bedanke mich. Bis dahin, euer Robert am Mikrofon. Ahoi.